Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Castlevania Portrait of Ruin. Ja, wir sind hier stehen geblieben, wahrscheinlich kurz vor einem Boss, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb bin ich jetzt zwischen den Parts noch schnell zwei Levels leveln gegangen, habe dabei noch eine bessere Rüstung gefunden und ich denke, jetzt sollten wir gewappnet sein für den Boss, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ja, der kopflose Ritter mit ungesunder Gesichtsfarbe, wenn ich das so anmerken darf. Ja, ouch, ouch. Genau, das ist eine doofe Attacke. Ja, toll. Komm auch. Ich will so viel Schaden wie möglich reinwirken. Das kann man auch zu viel einsetzen. Ich darf auch nicht so viel Schaden machen. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ja, zum Glück. Ich hatte ihn irgendwie schwerer in Erinnerung, obwohl seine Angriffe haben viel Schaden gemacht. Ich bin mit Glück da weggekommen. Puh, das Monster gerade schien der Kern magischer Energie zu sein. Kann Brauner jetzt die Macht des Schlosses nicht mehr nutzen? Nein, so ist es nicht. Sein Einfluss auf die Macht des Schlosses ist zwar geringer, aber... Geringer? Ich denke, es ist etwas anderes. Oho! Sieht aus, als wären Maden ins Schloss eingedrungen. Ein Vampir. Holla, was erlaubt ihr euch? Ihr zollt jemandem wie mir nicht die gebührenden Respekt? Ich bin eine Dame, Lady Loretta. Wie ihr schon sagtet, der Kampf eben mag uns ein wenig geschwächt haben, aber ich habe schlechte Nachrichten für euch. Dies ist nicht das einzige der Bilder meines Vaters. Das weiß ich, das erkenne ich an der Bewegung der magischen Energie. Ein lustiger Anblick. Ein Kind, das sich für einen Erwachsenen hält. Auf Sie, Charlotte! Mit Gebrüll! Die Peitsche. Jonathan, was machst du? Leider hat mir mein Vater verboten, gegen euch zu kämpfen. Entschuldigt mich bitte. Warum hast du nicht angegriffen? Da war eine seltsame Macht. Aber egal, es wird wohl nichts gewesen sein. Wahrscheinlich nur eine Einbildung. Entschuldige. Na dann, wie der Vampir sagte, ich kann auch andere Bilder spüren. Aber ich weiß nicht genau, wo sie sich befinden. Dann müssen wir suchen. Gehen wir zurück ins Schloss. So. Endgegner besiegt, juhu.
Dann kann es ja weitergehen. Oh, eine neue Fähigkeit. Ah, ja, das wäre dann... Können wir das unendlich benutzen? Ja, nicht ganz. Aber damit können wir höher springen. So, wenn wir den Boss haben wir jetzt ganz mit ihm gemacht, dann gehen wir jetzt wieder mal ein bisschen mit dir unterwegs. Autsch. Okay, dann halt nicht da hoch. Schultersprung, den wir ja so sehr lieben. Ich will jetzt hier hoch, da hat sicher irgendein Geheimnis. Irgendeine coole Waffe, eine Rüstung. Ne, in einem anderen Weg. Okay, hier. Hier haben wir einen Umhang. Mache ich das noch nicht aus? Nee. Sieht nicht aus, als ob das reichen würde. Dann gehen wir einfach mal oben entlang. Hier haben wir Brillen. Hier kommen wir noch nicht durch. Aber wir haben eine dicke Brille gefunden. Vielleicht für sie. Die Intelligenz hoch und die GST runter. Ja, ich nehme sie mal. Können wir besser Magie wirken, ouch. Auch wenn wir im Moment nur die Flammen haben. Okay, dann. So. Okay, ja. Ah, der ist schon tot. Ohoho. So. Irgendwo sollte dann hoffentlich irgendwann noch mal ein Speicherpunkt kommen. Ich zumindest würde gerne einsehen. Und wir haben eine Axt erhalten. Nein, das wird nicht für sie sein, sondern für ihn. Und die hat einiges mehr Angriff. Schauen wir uns die doch gleich mal an. Wie man so. Spielt sich gleich wie das Claymore, in dem Sinne recht angenehm. Die hätten wir vorhin brauchen können. Jetzt muss ich schauen, kommen wir hier hoch? Ah. Kann ich jetzt nicht mehr auf ihre Schultern springen? Nein, nicht. No. Okay, auch hier. Geht's leider nicht mehr. Ist vielleicht ein bisschen langsamer als der Rest. Das ist Claymore, die Axt. Aber funktioniert gut, um Schaden zu machen. Nichts mehr. Der Axtritter getötet mit der Axt. Nicht mehr seine eigenen. Jetzt habe ich gleich gedacht, die Statue tut ihm mehr entgegen. Ja. War ja nett. Okay. Ja. Kommt jetzt hoch. Wie ich diese kleine Wichte hasse. Mit Magie für den Arsch. Oh. Halt so.
gefährliches Gebiet. Und wir sind wieder draußen. Und noch eine Fähigkeit. Schiebe ein Objekt und rufe deinen Partner, damit er hilft. Wie nett. Oh, das könnte man nützlich nennen. Wir haben eine Magie für sie, Sturmkraft und ein Streikkolben für ihn. Schauen wir uns doch gleich mal beide an. Wir haben hier einen Streikkolben, der macht ein bisschen weniger Schaden, könnte aber schneller sein. Und für sie haben wir die Sturmkraft. Ja, das ist Meinung. Das ist das Gleiche. Er wird einfach stumpfen Schaden machen und die Axt wird Schlitzschaden machen. Dann nehmen wir mal wieder sie. Oh, wir haben hier einen Teleporter. Das ist gleich okay. Dann gehen wir noch schnell in dieses Gebiet hier hinten. Und speichern ab. Dann können wir uns... Zuerst zeigen wir noch schnell Magie. Ja, die könnte sich als hilfreich erweisen. Dann speichern wir noch einmal ab. Spiel speichern. Ja. Daten gespeichert. Dann gehen wir beim nächsten Mal zurück in das Schloss. Aber ich würde sagen, ich beende hier den Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Castlevania Portrait of Ruin. Euer Leviathan 2. Bis zum nächsten Mal.